Weil die schneidet das um und auf. Erstens tut man sie weniger weh, wenn sie selber reinzieht, macht man die Notdrucker. Und sie ist ganz anders arbeiten, wenn du eine gute Schneide hast. Dann fein muss ja schon, dass die Kirchen passt und der Winkel. Der Winkel halbwegs stimmt. Wichtig, dass man sich bei der Arbeit ein wenig reinlässt und mit ein bisschen Hirn arbeitet. Weil du setzt dich früher so anfangen, wie du auf der Nacht aufhältst. Mit dem Tempo. Das hilft nichts, wenn ich zuerst reinspringe und zweite bin ich schon fertig. Dann wirst du die ganze Sache, wenn er gefährlich und mir ist. Und das eigentlich ist bei Holzhäuser einfach schön schatt dahin arbeiten. Aber mit dem gleichen Tempo zuerst schauen und nachher schneiden. Das ist einfach das Wichtige bei der Arbeit. Weil wenn man umschneiden, wenn und ich meinen Vorkehrwasser schneide und den Vorschasser schneide, dann ist schon geschlechen, weil der Baum nicht mehr unter Kontrolle haben, wenn ich irgendwo anders hinschneiden muss. Das zeigen sie das erst schon und nachher schneiden. Für heute hat der Hans genug Bäume umgeschnitten. Es liegen ausreichend auf Länge geschnittene Holzstämme bereit, um sie mit dem Ross aus dem Wald zum Holzsammelplatz zu ziehen.
Jawohl. Jetzt haben wir wieder Viertaler unten. Das ist ein Schicht von der schon mal. Hey look, Kaffee hier. Hier. Kaffee hier. Nove! Aber gut, wenn der Dopp gut umgegangen ist. Nichts passiert, unfallfrei. Genau. Das ist aber wichtig in Holzau, ja. Ein bisschen Geld auch verdient. Ja, so den gehen wir raus. Gell? So den gehen wir ins Holz, ja. So ist es. So ist es, ja. Und nein, ist eine schöne Arbeit. Wenn du die Arbeit magst, ist, passt halt die Arbeit. Ja. Und halt heute nicht mehr viel an, die Arbeit. Jeder will halt nur mal auf der Maschine umhucken und mit dem Motorsäge gehen oder unter den Hosen saßen oder was, die Hüche kann nicht mehr da. Das ist ja das Problem. Also viel zu gut geht den Leuten. Ja. Hat sich das Umfeld auch unten, dann werden wir bald noch mal schießen lassen. Gehst du nochmal auf jetzt, ha? Hä? Ist jetzt nochmal auf? Geh auf, ja. Mit einem Blick über die Salzach nach Zell am See möchte ich nun meinen Film Ein Jahreszyklus vom Leben und Schaffen unseres Pferdeflüsterers Johann Herzog und seinen Rössern beenden. Ein herzliches Danke an Hans und Karin für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Bis bald, euer Jochen Greis.